hier euch heute den 699 Euro Gaming-PC von CLS. CLS hat sich für folgende Komponenten entschieden. Als CPU den AMD Ryzen 5 3600 mit 6x3,6 GHz. Dieser ist gut geeignet für heutige Spiele. Als Festplatte eine NVMe M.2 SSD mit 256 GB. Diese ist 10-mal schneller als eine herkömmliche SATA Festplatte. Als RAM haben wir einen G-Skill 8 GB DDR4 RAM. Der ist auch sehr gut geeignet. Die Grafikkarte ist eine GeForce GTX 1660 Super mit 6 GB. Diese ist ebenfalls gut geeignet für heutige Spiele und damit kann man auch ruckelfrei spielen, ist auch sehr wichtig. Als Mainboard wird ein ASRock B450M genutzt. Dieses ist auch sehr gut erweiterbar. Man kann zum Beispiel auch neue Prozessoren drauf machen, Festplatten sind erweiterbar und die Arbeitsspeicher ist auch sehr wichtig. Das Netzteil ist ein BeQuiet 500 Watt Netzteil. Wie BeQuiet schon sagt, das Netzteil ist sehr leise, sehr effizient und sehr stabil. Als Gehäuse wird eine Aerocool benutzt mit 13-fach Modis, die man verstellen kann. Hier vorne, wie Sie sehen, das ist auch sehr gut zu bedienen. Die Anschlüsse befinden sich hier vorne mit einem SD-Card-Reader und USB 3.0, die praktisch hier vorne angebracht sind. Der PC wurde, wie Sie sehen, professionell von der CLS-Werkstatt zusammengebaut. Wie Sie sehen, das Netzteil. Hier sehen Sie die Grafikkarte, den CPU und den Kühler. Danach haben wir den Arbeitsspeicher mit weiteren Steckplätzen, also es ist gut erweiterbar. Hier sehen Sie die NVMe SSD und hier haben Sie noch Möglichkeiten, weitere Festplatten anzuschließen. Wie Sie sehen, das ist der PC, den wir eben gerade zusammengebaut haben. Hier läuft gerade Doom 3 ohne irgendwelche Probleme, reibungsfrei, trotz hoher Anforderungen. Der PC schafft alles, läuft alles super. Jetzt teste ich den 699 Euro Gaming PC von CLS mit einem Benchmark-Test. Es läuft alles reibungslos, ohne Probleme. Preis-Leistung stimmt auf jeden Fall, ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Weitere Informationen zur Konfiguration von Gaming-PCs und zum Sonderangebot finden Sie unter www.cls-computer.de. Und vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren.